Heute sind wir unterwegs auf dem Bensberger Schlossweg. Schlösser, Stars und Sterne. Das ist das Thema am ersten Schild. Auf knapp 10 Kilometer werden wir einmal rund um Schloss Bensberg laufen. Hier an Schild 3 geht es um Schloss Bensberg, was früher mal ein Lazarett gewesen ist. Heute ist es ein 5-Sterne-Hotel. Hier am vierten Schild wird erklärt, dass als Napoleon Bonaparte mit seinen Truppen hier durchgezogen ist und unterwegs war, viele französische Soldaten ihr Leben gelassen haben und dass hier in den Kieferwäldern letztlich ein französischer Friedhof entstanden ist. Hier an diesem Schild wird erklärt, dass Frankreich zahlreiche Kriege geführt hat. Und Preußen und Österreich haben viele Soldaten verloren. Viele dieser Soldaten sind hier in den umliegenden Wäldern in einem großen Massengrab beerdigt worden. Hier am sechsten Schild wird erklärt, was es mit Schloss Lerbach auf sich hat. Schloss Lerbach war ein Hotel. Ich glaube, es ist mittlerweile geschlossen. Schloss Lerbach ist ein Rittergut, das seit dem 13. Jahrhundert besteht. Und auf diesem Schild hinter mir erfährt man Näheres über die Geschichte von Schloss Lerbach. Der Streckenabschnitt, den ich jetzt gerade gelaufen bin, ist absolut katastrophal. Sieht so ein bisschen aus wie mit der Waldmaschine hier reingefahren, die großen Bäume rausgeholt und den ganzen anderen Rest übrig gelassen. Ich finde, das geht gar nicht. Hier kann man ganz, ganz schlecht laufen. Ungefähr auf der Hälfte der Strecke liegt das Naturfreundehaus Hart. Hier haben wir eben eine kleine Rast gemacht, einen Kaffee getrunken und jetzt geht's gestärkt weiter auf den zweiten Teil des Bensberger Schlossweges. Auf unserem Weg sind wir jetzt gerade am Milchbornweiher vorbeigekommen und der Weg ist leider gesperrt. Es gibt einen Hinweis, dass man dem Hauptweg folgen soll. Stand 1. September 2018. Ich weiß natürlich nicht, wie das irgendwann mal in der Zukunft sein wird, aber im Moment gibt es keine weitere Information, weshalb der Weg gesperrt ist. Und wir müssen jetzt versuchen, einen passablen Umweg zu laufen. Inzwischen sind wir am sechsten Schild angekommen. Hier geht es um die Erdenburg, die im Jahr 300 vor Christus ungefähr angelegt worden ist. Das kann man aber wohl am besten im Winter erkennen. Wir haben jetzt keinen Winter. Mal gucken, ob man da die ein oder andere deutliche Spur dieser Erdenburg erkennen kann. Mittlerweile sind wir wieder auf dem ursprünglichen Weg zurück angekommen. Wir mussten einfach nur ein bisschen weiter geradeaus gehen und dann nach links abbiegen und den Berg rauflaufen und schon waren wir wieder auf der ursprünglichen Tour. Weshalb der Weg da unten gesperrt ist, das ist nicht ganz genau zu sehen. Ich vermute mal, dass da einige Bäume umgestürzt sind und vielleicht durch den Regen auch etwas abgerutscht ist, sodass der Weg da in diesem Streckenabschnitt unpassierbar ist. Wir sind wieder am Ausgangspunkt angekommen. Das ist das Rathaus der Stadt Bergisch Gladbach hinter mir. Wir haben den Schlossweg, den Bensberger Schlossweg gelaufen. 8,8 Kilometer und 1 Stunde 45 waren wir jetzt unterwegs.
Ja, dadurch, dass ein Teil des Weges gesperrt war, konnten wir nicht den vollen Weg laufen und insofern ist das jetzt etwas kürzer gewesen, knapp 1 Kilometer, aber das war gar nicht schlimm. Ja, das Schloss Bensberg bietet sehr viel Informationen und sehr viel Geschichte und der Weg, auf dem wir gelaufen sind, der verkörpert das recht gut. Uns hat der Weg sehr gut gefallen und wir würden ihn auf jeden Fall empfehlen.